Hallo Welt, da sind wir wieder hier bei Poseidon Energy am Kraftwerk. Und wir haben immer noch unsere Sachen zu holen. Aber irgendwie sterben wir da an der einen Stelle, Mai. Ich vermute mal, dass es da nach oben geht. Aber sie lassen uns einfach nicht. Wir könnten natürlich... Ah, wir können auch hier mal raufgehen. Ja, wir nehmen gerne mal einen anderen Weg. Immer den gleichen ist ja auch nicht so gut. Den kennt man ja schon. Und wir sind gar nicht dazu gekommen. In den letzten Folgen hat uns ja hier bei dem Event am Kraftwerk Marek geholfen. Und wir kamen gar nicht dazu, uns zu bedanken. Wir sind ja auch gestorben dann. So, wir dürfen nur keine Sachen einsammeln. Dann gehen wir oben einfach mal rein. Wir werden ja schon, wenn wir drin sind einmal, dann werden wir die Sachen wohl schon finden. Also Munition können wir einsammeln, nur keinen Schrott dürfen wir einsammeln. Denn sonst, wenn wir sterben, ist ja alles wieder weg. Der hat nicht mal eine Waffe. Doch, hat er. Nein! Wie, aus der Entfernung und du schaffst das? Waren wir vielleicht zu nah dran? Ja, auch hier. Schade, dass wir keine Munition verkaufen können. Wieder warm. Ist dir wieder warm? Ja. Wo bist du denn? Da oben? Ach ja. Ja, wir haben doch eigentlich ganz schön was vor uns noch hier mit der Bauerei und so. Nee, hier oben werden wir nicht glücklich. Hier gibt's keinen Eingang. Und da ist noch eine Schwierigkeit. Wir haben uns doch schon so an diese Krankheit Rasa gewöhnt. Wir waren ein Rasa. Und da ging natürlich das Nachladen auch sehr viel schneller und wir konnten auch schneller laufen. Das war aber schnell weg, also ein Beuteltier waren wir länger. Haarklammern? Ja, wir gehen diesmal nicht durch die Kühltürme. Dann gehen wir eben hier unten einmal rein. Hier so. Das scheint mir aber auch nicht so ganz die richtige Seite des Gebäudes zu sein. Ach, das ist gar keine Tür. Ja, doch, das war eine Tür, aber die war nicht mehr benutzbar. Ausgang? Hier sind wir auf dem Dach, da wollen wir gar nicht hin. Ah ja. Ich schütze und diene. Gut, gut, gut.
Okay. Sind wir nicht auch irgendwo runtergesprungen und dann gestorben? Ich glaube, so war das. Ach, ich glaube, wir brauchen hier keine Waffe. Wir haben ja hier erstmal für Ruhe gesorgt. Ich schütze und diene. Das ist gut. Du schützt und dienst und wir suchen unsere Sachen hier. Unseren Beutel. Aha. Das ist aber nicht ganz richtig hier. Im Reaktor haben wir doch unseren Beutel nicht verloren, oder etwa doch? Aha. Ach doch, da haben wir den verloren. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir da gestorben wären. Im Kühlturm. Ja, aber sind wir wohl, wenn unser Beutel da liegt? Vielleicht haben wir das die ganze Zeit übersehen, als wir dieses Event gemacht haben. Och, wir haben doch immer geguckt, was wir machen müssen als nächstes. Das wäre uns aufgefallen. Oh, dann sind wir doch schon rausgekommen, runtergesprungen und dann wahrscheinlich gestorben. So wird's sein. Boah. Ach da. Ist denn da viel drin? Ja. 140. Schnell wieder hier rein. Ja, diesmal sind die Dämpfe aber giftig, die da draußen sind. Das war am Anfang nicht so. Ja, so ein Event. Hier machen wir das Event, denke ich, nicht nochmal. Das haben wir ja gemacht. Und der andere Turm, also in dem anderen Kraftwerk, da sind wir ja auch schon ziemlich weit gekommen. Vielleicht versuchen wir es da nochmal irgendwann. Das ist Kühlturm 1. Da wollen wir auch nicht raus. Ja, wir gucken erstmal, was wir essen können. Ach, da haben wir unser ganzes Red-X aufgebraucht. In der Panik. Keine Panik, sage ich doch immer. Köterkeulen haben wir. Ah, was war mit dem Tee? Wir haben ja auch noch etwas Tee. Okay, damit sind wir gut genährt. Ein bisschen, was können wir noch? Red Rotten Steak können wir essen, ja gut. Gut genährt und gut getrunken haben wir auch. Jo, und jetzt gucken wir mal, wo wir die Siedlung hier überhaupt einfordern können. Das wird natürlich draußen sein, da werden wir hier drin nicht sehr viel Erfolg haben. Oh, Moment, wir können ja mal auf die Karte gucken. Vielleicht wurde sie ja schon. Ach so, die wurde schon hier. Von Marek wurde sie schon eingefordert. Ja gut, dann lassen wir das. Wir wollten eigentlich so ein bisschen was bauen, aber ist auch nicht so tragisch. Wir haben ja noch unser Ziel vor Augen. Dann bauen wir halt ein paar Folgen später, nächste Woche oder so. Wenn wir dann die nächste Siedlung finden. Hier ist zum Beispiel noch was. Deponie in Charleston. Allerdings ist das hier schon wieder ein anderer Bereich. Über dem Fluss. Ich vermute mal, da geht's richtig zur Sache. Wir waren ja schon mal hier unten. Wir sind ja schon mal durch den Big Bend Tunnel gegangen. Und somit waren wir schon mal in der Gegend. Aber egal, wir versuchen jetzt das hier mal in Besitz zu nehmen.
mitzunehmen, die Deponie in Charleston. Dafür bekommen wir 6 Essen, 3 Müll, einmal Kupfer und 8-mal Wasser, einmal Aluminium und einmal Stahl. Da geht es jetzt hin. Also eine kleine Planänderung. Ja, wir müssen das ja jetzt hier nicht unbedingt in Beschlag nehmen, wenn da schon jemand anders das schon eingefordert hat. Genau. Aber wir können uns ja mal angucken, wo hier die Werkstatt wäre und was er da so Schönes gebaut hat. Gucken wir uns mal an. Wenn wir hier je wieder rausfinden, natürlich nur. Wow. Sollen wir durch das Rohr kriechen? Ich glaube, da kommen wir auch nach draußen. Jetzt sind wir unten. Nee. Sightseeing machen wir ein andermal. Da wären wir nur hier rüber gekommen. Da ist der Ausgang. Na, endlich. Ich wollte schon sagen, die lassen uns hier gar nicht mehr raus. Ach, da ist aber wieder so ein Kühlturm. Nee, das geht nicht. Da sind wir gleich wieder irgendwie vergiftet. Das ist nicht so gut, oder? Ja, Kühlturm. Wir sind ja auch irgendwie reingekommen durch das Haupttor. Eigentlich könnten wir... Jagdgewehre könnten wir doch mitnehmen, eigentlich. Das ist ein weiterer Kühlturm. Nee, ich glaube, da vorne links müssen wir. Da müsste ein Ausgang sein. Da geht's gar nicht links. Ist da oben eine Bastelwerkbank? Ja, doch, ich glaube, da kommen wir durch. Aber ich glaube, hier habe ich eine Bastelwerkbank gesehen. Oh, das ist gut. Egal, wir nehmen das jetzt mal alles. Wir sind ja eh überladen. So, Bastelwerkbank. Erstmal Gegenstände verwerten. Ach, Moment mal. Da war doch noch was. Waffen haben wir auch noch zu verwerten. So. Und dann können wir vielleicht... Nee, reparieren können wir ja hier nicht. Kleidungsstücke, haben wir da vielleicht noch was? Ja, den Filzhut brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Mag ich zwar so Hüte... Aber den werden wir wahrscheinlich noch öfter finden. Hier den grünen Lumpenhut können wir auch mal auseinandernehmen. Und ein lässiges Outfit behalten wir, oder? Da haben wir schon eins. Die Melone brauchen wir auch nicht. Ach, so eine Polizeimütze behalten wir aber mal. Das könnte ja ganz lustig werden. Wir schleppen hier immer diese Power-Rüstung-Chassis mit uns rum. Warum eigentlich? Raider-Rüstung, linke Arm... Stufe 5? Ja, das brauchen wir nicht. So ein Ranger-Hut. Ja, wo sind denn... Oh mein Gott, wo sind denn unsere ganzen... Wo sind denn unsere ganzen Rüstungsteile? Genau. Und wo ist unser zerrissenes Kleid? Das hatten wir doch auch. Da gehörte doch eine Aufgabe dazu. Das haben wir nicht verwertet oder weggeworfen oder so. Das Einzige, was sein könnte, dass es vielleicht irgendwie in unserer Kiste gelandet ist. Aber ich wüsste nicht, warum. Da hatten wir ja noch eine Aufgabe. Ach, und die ganzen... Ach so, okay. Wir haben... Ah, ich verstehe. Okay, schon gut. Wir haben die ganzen legendären Sachen angezogen. Und... Ja, dann können wir die anderen Sachen verwerten. Und die werden hier nicht angezeigt, genau.
Und sonst können wir nichts verwerten. Kerl, wenn wir Munition doch wenigstens verwerten könnten, oder? Das wäre doch prima. So, Munition brauchen wir diesmal gar nicht groß herzustellen. Die Sprengmine. Die haben wir aber schon hergestellt. Ich weiß aber auch nicht, zu welcher Aufgabe die gehört. Also lassen wir das erstmal. Die wiegt ja auch nur, oder? Wie viel? 0,5 Pfund? Ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Ich glaube, wir können ein bisschen Munition herstellen. Und zwar hier diese Schrotpatronen. Das reicht dann aber auch. Wie viel Säure haben wir? Ach, brauchen wir gar nicht. Blei. Blei, Plastik, Schießpulver und Stahl. Von allem haben wir ordentlich. Außer Blei. Blei war nicht so viel. Ja, und 308 haben wir so viel eingesammelt jetzt, das reicht. Großmengen können wir herstellen. Und das war's. Ja, Säure fehlt. Sind wir denn jetzt etwas leichter geworden? Ja, 501 wiegen wir jetzt, schleppen wir jetzt mit uns rum viel mehr. Und wie sieht's mit der Kleidung aus? Ja, genau, da haben wir die ganzen legendären Teile angezogen. Was haben wir hier? Rechts. Ach so, da haben wir einmal aerodynamisch vernietet, Lederrüstung normal. Und hier hätten wir stärkend umgürtet, Lederrüstung linker Arm. Verleiht bis zu plus 35 Energie und Schadensresistenz, je nachdem, wie niedrig deine Gesundheit ist. Nicht schlecht. Stufe 20 könnten wir jetzt sogar tragen. Was für ein Schutz bietet sie? Schutz 10, ballistischer Schaden und 23 Energieschaden. Gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, eigentlich genauso gut wie unser aerodynamisches Teil. Nur, dass das aerodynamisch und kaputt ist. Wir ziehen die mal an. Ja, genau. Und die anderen Sachen sind teilweise kaputt sogar. Total schade. Hier. Wo können wir das... Ach so, an einer Rüstungswerkbank können wir das reparieren. Naja, gut. Und, wollen wir Schrott wieder einsammeln jetzt? Oh, das weiß ich nicht. Kleber brauchen wir ja schon. Vielleicht. Was können wir noch? Wir haben acht Punkte zu verteilen, stufenaufstiegstechnisch. Dann gucken wir uns in der nächsten Folge hier unsere Skills mal an nochmal und gucken, welche Perks wir da nehmen können. Schrauben sind doch gut. Ja, dann beenden wir die Folge etwas früher diesmal. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.